Einen wunderschönen guten Morgen vom Caravansalon 2017 mit den Neuigkeiten. Jetzt bin ich heute bei Thetford. Wurde schon gefragt in den Sendungen, wann gehst du da vorbei, lieber Camper Tobi? Jetzt. Hab's heute erst geschafft, frühmorgens. Jetzt bin ich am Stand. Es ist noch die Ruhe vor dem Sturm. Die Besucher werden jetzt dann gleich anrollen, ankommen. Es dauert natürlich mal ein bisschen, bis man vom Eingangsbereich her da ist. Jetzt haben wir ja von Thetford draußen am Caravan Center, am P1, schon diese tolle Maschine hergezeigt, die es schon ein bisschen gibt. Da können Sie die komplette Toilettenkassette, egal welche Baugröße, einführen und dann eben in 2 bis 3 Minuten, je nach Kassette, befüllen. Das heißt also einmal nur reinigen mit 1,50 Euro und 2,50 Euro kostet es dann gleich komplett präpariert für die weitere Benutzung. Da muss man gar nichts mehr machen. Das funktioniert super. Ich habe die Kassette jetzt einmal reinigen lassen, mache ich aber heute nochmal. Und das ist wirklich easy. Hier im Caravan Center kann man das kostenlos machen. Thetford, ohne Thetford kommt die Branche nicht aus. Das ist die Maschine nochmal kurz erklärt für die, die das Video nicht speziell gesehen haben. Könnt ihr mal gucken. Gibt schon einige hier. Das ist momentan die Standorte der Maschine in Deutschland. Ja, sollte unbedingt Ausbreitung finden. Das ist wirklich eine tolle Geschichte. Dann macht man sich nicht mehr die Finger schmutzig und dieses lästige Toilettenreinigen wird einfacher. Hier haben wir das neue Konzentrat von Aquachem Blue. Dann hat man jetzt einen kleineren Behälter mit mehr drin. Und die üblichen Produkte, glaube ich, kennt jeder Camper. Ohne die, wie gesagt, geht's nicht. So, ich habe gern auch mal den Tankfreshener in Verwendung. Das ist für so einen Dauercamper wie mich natürlich ganz praktisch. Dann kann man den Tank wirklich super nur mit Wasser und diesem Tankfreshener reinigen. Ja, schöner Stand, schön hell, schön freundlich. Die Toilettenkassetten kennen wir natürlich bestens in allen Formen. Jetzt gehen wir mal rüber auf die Toiletten. Da hat man letztes Jahr designtechnisch einiges verändert. Eine Riesenauswahl für alle möglichen Anwendungen. Seite, Hänge, Wand etc. Also recht viel Neues gibt es jetzt. 2018 im Speziellen von Thetford nicht. Aber jetzt gehen wir hier nochmal rum. Dann seht ihr vielleicht was, was euch interessiert. Ihr könnt es einbinden. Ich hoffe, das flimmert jetzt im Bild später nicht so stark wie jetzt gerade. Jetzt habe ich ein mega Flimmern drin. Hier sind so Hochfrequenzstrahler. Das dürfte von der Bildqualität her etwas schummrig werden. Übrigens, jeder Besucher, der sich hier in der Information meldet, kriegt auch eine Probepackung von diesem neuen Konzentrat kostenlos. Also 2017 hier auf dem Caravansalon eine Probeflasche Konzentrat. Hier steht es nochmal. Legen Sie das Formular auf das iPad, da füllen Sie es aus und dann gibt es was dafür. Kleine Belohnung. Also so sieht das Ganze aus. Klein ist das neue Groß. Eine gute Darstellung von dem Ganzen. Mehr Leistung, der Konzentrat, weniger Gewicht, weniger Platz. Das ist natürlich sehr praktisch. Ich kann das alles ablesen. Und hier die berühmten Koch- und Induktionsmulden bzw. Herdplatten etc. Hier nochmal Induktion, hier nochmal Gas. Die Spülen, die Thetford herstellt, kennt man auch aus nahezu jedem Reisemobil. Und da haben wir noch die Kühlschrankabteilung. Und ja, das sind die altbewährten Modelle dabei. Haben wir ja sehr, sehr oft schon gezeigt. Und da hat sich jetzt nichts getan im Wesentlichen. Hier der Slimline AES-Kühlschrank und hier nochmal der kleine mit dem extra Eisfach unten. So sieht das aus. So, das waren jetzt eigentlich ja, die Neuigkeiten in Anführungszeichen von Thetford. Und ich wünsche euch was. Schönen Tag, bis nachher. Fortsetzung folgt beim Camper Tobi. Liebe Grüße vom Caravansalon in Düsseldorf.